Willkommen zu einem neuen Match Mechabellum. Und diesmal gegen einen der Top-Spieler. Er ist hier sogar recht niedrig gewertet. Normalerweise hat er noch eine höhere Wertung. Und womit man hier rechnen muss, je stärker der Gegner, desto aggressiver spielt er meist. Und The Red bzw. Surrey, der spielt sehr aggressiv. So, jetzt gucken wir mal. Was nehmen wir hier? Quick Supply, Marksman passt mit Steelball Stang halt fast überhaupt nicht gut beisammen. Ich denke aber, dass wir hier trotzdem das auswählen. Und mir ist aufgefallen, dass er sehr selten selbst unter Druck gesetzt wird. Das ist er einfach nicht gewohnt. Er ist meist derjenige, der am Drücker ist. Und wir werden den Spieß so ein bisschen umkehren. So habe ich es auch in der Vergangenheit geschafft, ihn das ein oder andere Mal zu besiegen. Was er auch sehr gern macht, und mit mehreren Matches lernt man so seine Gegner ein bisschen kennen, er setzt gerne Phönixe in die Backline und lässt sie dann so rüberfliegen. Aber das kann er jetzt am Anfang sowieso noch nicht machen. So, und was wir jetzt machen, wir gucken jetzt mal. Er hat Steelball und Arclights und er wird, denke ich, hier auch wieder aggressiv spielen. Wir setzen einmal Crawler hier so ein bisschen seitlich hin. Einmal noch hier für eventuelle Flanken. Und hier werden manchmal die Truppen rübergezogen, je nachdem, wo er startet. Und dann laufen die hier zu diesem Tower hin. Ja. Natürlich könnte man auch die hier vorne hinstellen, aber manchmal machen Truppen dann von hier eher so einen Schlenker dahin und gehen nicht dorthin. Das ist auch so ein kleiner Trick. Der hier, das hatte ich ja schon mal gesagt, ist so eine kleine Liability, weil wenn er den erwischt, dann verliert man hier sehr viel Erfahrung. Das bedeutet, den stelle ich hier tatsächlich eher weiter hinten hin. So. Und ich hoffe einfach mal, dass er ein gutes Ziel erwischt. Wir schalten mal noch hier was frei, weil das kann man kostenlos tun. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Eventuell verkaufen wir den sogar, ja. So. Und das ist jetzt für mich eine Überraschung, denn er steht defensiv. Er ist ein Reno-Spezialist. Auch da hätte ich, also wirklich, hätte ich alles drauf verwettet, dass er aggressiv spielt. Und immerhin nützt unser Marksman jetzt etwas. Er knallt ein paar Balls ab. Jawohl. Hier haben wir jetzt auch etwas Zeit gewonnen. Das ist auch sehr schön. Die Fangs werden unseren Tower jetzt bei Zeiten nicht erwischen. So, und der stand jetzt nun mal wirklich sehr gut. Er hat sehr schön große Ziele getroffen und hat nicht die ganze Zeit nur auf die Fangs geballert. So, und die werden den Tower jetzt hier nicht erwischen. Eventuell kriegen wir sogar ein Level ab. Müssen wir mal schauen. Okay, ja, wir haben den Level abbekommen. Wir könnten jetzt die Upgrade-Kosten für unsere Crawler runtersetzen. Wir könnten auch Arclights noch mehr holen. Die wären dann besonders günstig. Finde ich aber nicht so toll. Ich denke, wir skippen mal. Wir brauchen ein bisschen mehr Credits. Werden die ja, denke ich, eventuell upgraden, eventuell aber auch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen was gegen Spam hier. Das bedeutet, ich werde hier jetzt Mustangs holen. Werde die so dahinter setzen. Ja, was bleibt noch zu sagen? Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, das nutze ich mal zur Erklärung. Also, bei so aggressiven Setups ist es eigentlich so, dass diese Crawler hier in gewissen Abstand ja stehen zu den Balls, ja. Das ist dafür da, dass wenn hier eine Rakete einschlägt, dass diese nicht erwischt werden, ja. Die kann man hier damit nicht fokussieren. Und dieser Squad dahinter, den kann man dann direkt hintereinander setzen. Ja, hier ist man anfällig für eine Rakete, aber die sollen ja möglichst schnell mit in den Kampf hinzukommen. So, das sollte man jetzt in die Breite ausbauen. Und idealerweise, wir machen hier aber mal Go, dass er nicht zu lange warten muss, sollte man hier noch was in die Flanke setzen. Das werde ich dann als nächstes machen, weil das Truppen abzieht. So, hier sieht man, wie er mit diesen Phönixen arbeitet. Er hat sie jetzt hier vorne hingesetzt und da ich hier nichts habe, haben die sofort den Tower unter Beschuss genommen.
Das ist natürlich jetzt ein riesen Nachteil für uns. Ich hatte die Truppen auch ein bisschen abgezogen. Und bedeutet für ihn aber auch, dass er hier ein paar Truppen weniger hat, ja. Das heißt, wenn wir jetzt den Tower hier zuerst bekommen, dann können wir hier die Schlacht wahrscheinlich doch gewinnen. Jetzt müssen wir mal schauen, das ist immer ganz wichtig, hat er hier diesen Jump Drive drauf? Ja. Das heißt, wir können uns nicht sicher sein, dass die hier wieder die gleiche Position haben beim nächsten Mal. So, da der hier Level 3 hat, kann er die sogar mit Debuff fast killen. Er lässt die jetzt hier schneller laufen, ja. Zumindest die Runde haben wir auch nochmal gewonnen. So. Jetzt können wir hier natürlich mit anderen Sachen noch arbeiten. Underground Threat finde ich ganz gut. Shield Airdrop ist gut. Intensive Training ist auch alles gut. Wenn wir hier halt Crawler rauskommen lassen, ja, dann werden die doch relativ schnell gekillt. Ein Shield wäre halt wahrscheinlich auch nicht schlecht. Intensive Training ist aber gerade für die Mustangs auch sehr gut. Wir könnten aber auch hier hinten einfach noch ein paar Crawler rauskommen lassen. Ich würde sagen, wir nehmen mal Intensive Training und leveln hier noch Mustangs hoch. Und jetzt sollten wir hier wahrscheinlich nochmal reagieren. Man darf aber auch nicht überreagieren. Man könnte hier zum Stallen auch einfach ein paar Fangs hinsetzen. Ja? Das werden wir jetzt einfach mal machen. So, auf diese Weise. Und jetzt hatte ich ja gesagt, man muss den Gegner auch unter Druck setzen ein bisschen. Das machen wir jetzt auch. Wir setzen hier, werden hier jetzt selbst aggressiv und machen das eventuell sogar mal auf beiden Seiten. Ja, wir lassen uns jetzt hier nicht nur in die Defensive drängen. So. Noch einmal Crawler. Hier in die Ecke, dass die hier runterkommen. Und ja, das könnte jetzt hier ein bisschen gefährlich sein. Aber wirklich, nicht zu defensiv werden. Wenn es eine aktive Option gibt, dann die aktive Option wählen. So, wir schalten hier noch was frei. Und go! Schauen wir mal. Er setzt jetzt hier ein Schild. Und wir haben ja jetzt hier nicht überreagiert und versuchen jetzt hier durchzubrechen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Marksman gut genug gegen dieses Fortress ist. Unsere Balls sind ja auch recht gut. Gefährlich sind diese defensiven Raketen. So, und hier, die stallen jetzt eigentlich nur für 100. Ist ja egal, wenn sie dann letztendlich diesen Kampf hier gewinnen. Ja. Hauptsache, wir sind hier insgesamt schneller durch mit unserer Hauptarmee. So, jetzt sind hier sogar beide Tower gefallen. Ja, und er muss sich jetzt hier Gedanken machen, ne? Wie reagiert er auf die verschiedenen Bedrohungen? Und ja, der Arclight, der mag jetzt hier vielleicht ein bisschen Schaden machen. Aber das kümmert uns nicht groß. Schön wäre natürlich trotzdem, wenn er jetzt diesen Tower nicht unbedingt killt, weil es gibt natürlich auch immer ein bisschen Erfahrung. Level 2 sollte er jetzt nicht unbedingt haben. Der kriegt jetzt hier halt Level 2. Das kann hier noch Ärger geben. Hier unten ist auch noch einer. Lass mal schneller laufen. Die Frage ist jetzt, wie viel wird er noch in den Fortress investieren oder nicht, ja? Jetzt hat er halt auch sein Reno hier noch. Können sogar Acid Blast benutzen, aber ich bin da eher ein Fan von eventuell Smoke Bomb oder einem Supply Specialist. Das ist eigentlich alles recht gut. Ich nehme mal den Supply Specialist. Wir könnten ja auch mit Overlords arbeiten, unter Umständen. Wir gehen aber mal Balls. Die sind. Vergeben hier Reichweite für. Je eher die hier connecten, desto besser. Und die sind gut gegen das Reno. Und auch hier gegen eventuell Fortress, ja. So, und ich denke, Brawler könnte man jetzt hier verstärken, aber wahrscheinlich reagiert er auch drauf. Hier könnte man noch was hinsetzen. Ist die Frage, was? Den werden wir mal noch upgraden. Der hat uns hier gute Dienste geleistet. Und jetzt haben wir nur noch 100 übrig. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen was machen. Das heißt, hier werde ich diesen einen Marksman noch hinstellen. Der fängt eventuelle Phönixe ab und den eventuell auch, ja. Die steuern ja auch auf den zu.
Okay. Das heißt, wir haben ein bisschen in unsere Defensive hier investiert, aber ich denke auch, er legt hier nach. Jetzt müssen wir aufpassen, dass hier kein Reno durchrennt. Okay. Guck mal. Hier stellt das Reno hin. Ein bisschen wird es jetzt geblockt. Von unseren Fangs. Idealerweise wären die halt hier schon fertig gewesen. Wären jetzt hier nicht rechtzeitig fertig. So, okay. Haben wir abgewehrt. Das ist gestorben. Okay. Und hier hat es nicht ganz gereicht. Leider hat das Down bekommen. Vielleicht kriegen wir hier das Down. Ja, okay. Ist dann noch okay ausgegangen. Schön wäre, wenn wir das Reno noch etwas weiter stallen könnten. Okay, er wird wahrscheinlich hier gegen unsere Balls vorgehen. Ich habe so ein bisschen Angst vor Hackern. Dagegen wäre dann halt er ganz gut. Mhm. Was nehmen wir hier? Electromagnetic Blast. Lightning Storm. Damit könnten wir hier halt umso härter gewinnen, ja. Hat jetzt hier halt Rocket Punch drauf. Das ist halt gefährlich. So, wir müssen uns erst hier für was entscheiden. Wenn wir den Blast nehmen, dann knipsen wir hier halt alles aus. Und der ist auch nicht so teuer. Wir könnten aber auch unsere Balls hier massiv verstärken. Und ich denke, das machen wir auch. Und vielleicht verstärken wir die sogar noch einmal. Hier haben wir wieder die üblichen Verdächtigen. Hier werden wir versuchen, noch mehr zu stallen. Dieselbe Taktik machen wir hier unten, denke ich. Auf dieser Seite. Und auch hier schadet sowas nicht. Einfach noch mal ein paar mehr defensive Fangs. Okay. Dann werden wir noch Upgrades vergeben. So, jetzt geht mir die Zeit vor Erklären fast ein bisschen aus. Hier können wir vielleicht das Kleinvieh noch ausknipsen oder den noch mal insgesamt langsamer machen. Ja, das war jetzt ein bisschen gehetzt. Schauen wir mal. Er hat jetzt hier Shields noch vergeben. Das heißt, hier brauche ich mal eigentlich noch ein bisschen Clear. Beziehungsweise brauchen Reichweite für die Mustangs. Ja, die werden trotzdem ausgeknipst hier alle. Das ist nicht so gut. EMP wäre noch ganz gut. Okay. Er wird das hier gewinnen. Er wird es noch bekommen. Er hat ja hier noch diesen Rocket Punch drauf. Mal hier noch einen Schluck. Wahrscheinlich habe ich auch ein bisschen zu sehr investiert jetzt hier in ein paar Fangs, um das Ganze zu stallen und meine Offensive dann doch vernachlässigt. Also genau das gemacht, was ich nicht empfohlen habe. So, hier könnte man jetzt den Storm draufsetzen, das Momentum ein bisschen ausnutzen. Ich denke, hier müssen wir jetzt mal Reichweite vergeben, das nützt alles nichts. Das heißt, hier werden wir auch nochmal Balls hinstellen. Diese Weise. Die noch dahinter. Passt so schon. Die haben halt Shield drauf. Das ist ein Problem. Wir könnten hier selbst mal noch Shield hinstellen, falls er hier selbst stormt. Aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass er da stormt. Defensives Schild will ich eigentlich nicht stellen.
könnten wir eigentlich schon mal machen. Okay, schauen wir einfach mal, wie sich das jetzt hier entwickelt. EMP wäre halt noch sowas. Hab hier EMP drauf. Ja. Oder auf eine Artillerie. Wenn ich hier noch Artillerie hinstelle, die habe ich mit EMP, eventuell mit Feuer. Wäre eine Möglichkeit. Das Gewitter soll hier möglichst die Fangs ausschalten, ja. Das reicht halt immer noch aus dieser Rocket Punch, dass unsere Balls sterben. Ich dachte, wir hätten genügend Vorteil durch unsere Level. Jetzt kommt ihr hier unten auch durch. Ja, jetzt haben wir einfach zu lang den Debuff. Schön wäre, wenn der noch stirbt. Aber sieht schlecht aus. So, kriegen wir die jetzt noch unter Kontrolle. Das Problem ist, dass wir Melter nicht bauen können. Die würden niemals rankommen. Wir müssen hier mit Artillerie arbeiten. Der Javelin. Okay. Den wird er upgraden. Das heißt, Javelin wird uns hier nichts nützen. Javelin könnte man da unten hinsetzen, aber es wirkt auch fast ein bisschen übertrieben. Das könnte er Javelin... Deswegen möchte ich die ungern nochmal aufleveln. Wir nehmen selber einen Javelin. Wählen... Weil das hier als Ziel... Ich hoffe, dass das nützt etwas. Den leveln wir auf. Und jetzt gehen wir mal Richtung Artillerie. Und machen hier... EMP-Artillerie raus. Und dann versuchen wir, die hier irgendwie auszuknipsen. Ich denke, das ist unsere einzige Möglichkeit. Hier unten, das ist verloren. Er darf da halt nicht so schnell durchkommen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir die hier hinstellen. Auf diese Weise müssen wir das machen. Cool. Hier hinten, die könnte halt von der Javelin noch mitgetroffen werden, aber es ist auch nicht schlecht dagegen, ja. So, was leveln wir noch auf? Wahrscheinlich doch die hier noch. So. Jetzt müssten wir eigentlich noch einen Kredit aufnehmen. Wir müssen das hier stallen. Das hilft alles nichts. So, so noch eine Rakete. Okay, hier kommt ein Reno. Mist. So, der eine ist gestorben. Ja, das Reno kommt hier durch. Leider. Sonst wäre das hier gar nicht so schlecht gewesen, seht ihr? Die Raketen treffen die hier. Knipsen die aus. Hier auch. Also ohne Debuff wäre das hier wahrscheinlich sogar was geworden. Kann natürlich immer sein, das nicht, ne? Haben wir noch eine Chance? 1500? Wird das alles abgezogen? Ein paar haben wir noch mitgenommen. Okay. So. Range Specialist. Wir könnten ihm hier auch so ein Battleship hinten rein schicken. Aber das macht er wahrscheinlich hier bei uns. Da müssen wir darauf reagieren. Auch wenn ich hier nicht defensiv spielen möchte. Ich glaube, wir müssen. Das machen wir idealerweise mit was? Ich glaube, wir müssen hier eh Mustangs bauen. Die könnten ein Battleship abfangen. Die können hier aber auch noch ein bisschen helfen. Und wir müssen, denke ich, unsere Tower shielden. So. Jetzt brauchen wir mehr Artillerie. Hilft alles nichts.
Stellen wir mal hier noch mit rein. Die wird hier sofort getroffen. Das ist leider schade. Den Rest werden wir noch upgraden. Hier noch eine hinstellen. Die soll dann damit nach oben fahren. Denn hier sogar noch mal ein Schild draufsetzen. Wenn auch hier noch ein Schild draufsetzen, dass die nicht gleich sterben. Dann werden wir noch hier nicht eine Fuhre wegnehmen, dass das hier schneller geht. Da müssen wir zwei setzen, dass die Fangs hier sterben. So, jetzt haben wir, denke ich, unser Bestes getan. Also mehr können wir jetzt hier nicht machen. Schauen wir mal. Ja, und hier ist so sein Signature-Move, den er oft macht. Was macht jetzt unser Battleship da hinten? Und wie schnell werden hier die Rocket Punches ausgeknipst? Das ist auch die Frage. Ja, wir haben hier den Debuff. Und ihr seht, die flitzen jetzt hier vorbei und wollen die ausschalten. Aber ich denke, es reicht für uns dann doch nicht aus. Ja, in dieser Runde vielleicht noch. Das Battleship war halt gut. Und die machen hier jetzt zumindest nichts wegen der Schilde, ja. Aber da muss man. Da muss man seine Leute halt kennen, was die halt so machen, ja. Schilde bleiben stehen, das ist bedeutsam für uns. Schaut mal, wir haben ihn ziemlich low bekommen. Das hätte jetzt in alle Richtungen gehen können. So, jetzt ist natürlich die Frage: Nutzen wir hier den Nuke? Kriegen wir die Schilde down? Und, ich denke, wir müssen hier mit der Nuke arbeiten. Wir könnten auch mit Senior Tech Specialist arbeiten, aber wir nutzen hier die Nuke. Und ich denke, wir werden das hier versuchen, down zu bekommen. Wir setzen die Nuke eventuell sogar so. Ist natürlich gegen die Fangs an sich nicht so toll. So, das werden wir hier alles verstärken. Ich denke, hier können wir auch nochmal welche hinsetzen. So. Setzen auch nochmal Schilde. Hier vorne haben sich auch auf jeden Fall bewährt. Gerne hätte ich noch einen Melter, ne? Auch nochmal verstärkt. Ja, hier können wir fast das Upgrade nochmal vergeben. Aber ich habe einfach genügend Zeug. Eine Rakete hier, dass sich das mal ein bisschen auflöst. Ist die Frage halt. Wir brauchen noch eine Artillerie. Die soll ein bisschen später dazukommen. Wir setzen mal noch ein Schild. Nehmen noch einen Kredit auf. Reichweite hoch. Die Artillerie muss halt auch mehr Schaden machen. Die muss die Schilde hier poppen. Deswegen werde ich hier sogar die Artillerie upgraden. Und hier werden wir noch, denke ich, sogar noch eine Rakete reinsetzen. Die machen ein bisschen defensiver. Okay, schauen wir mal, was passiert. Also das kann jetzt in jede Richtung gehen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir werden sehen. So, er will jetzt hier die Artillerie kontern. Ja, und das wird er auch schaffen mit den beiden. Es poppt einfach zu viele von uns weg. Jetzt gucken wir mal, was unsere Bombe macht. Wenn die jetzt mal rechtzeitig hier kommen würde. Hat sie genügend Schaden gemacht. Kann die Artillerie hier rechtzeitig draufhauen? Ah, das macht hier alles keinen Schaden. Wird zu viel abgefangen, das ist das Problem. Das reicht leider nicht. Dann würde ich ja sagen, GG. Hat er gut gespielt. Und ich denke, wenn man sagen müsste, was falsch gelaufen ist, dann war es sicherlich die eine Fang-Runde, wo ich aufs Reno zu stark reagiert habe. Da habe ich mich wahrscheinlich auch zeitlich ein bisschen zu unter Druck gesetzt gefühlt. Wir können ja mal hier noch schauen. Diese Runde einfach, wo ich hier die beiden dann noch gesetzt hatte, ja. Das war einfach nichts. Da hätte ich irgendwie was Offensiveres noch wählen sollen. Was jetzt genau, kann ich nicht sagen. Ja, aber ein großer Fehler, den hier viele machen, das vielleicht nochmal als Tipp, hier zu versuchen, mit Melting Points zu arbeiten. Das kann funktionieren,
tut es aber meist tatsächlich nicht. Ja? Die Melting Points nehmen viel zu oft die Fangs dann ins Visier. Der Gegner stellt viel zu oft noch anderes Zeug davor. Und selbst wenn man versucht, das dann irgendwie zu clearen, der Kampf geht dann meist wirklich schlecht aus. Ja? Problematisch für uns natürlich der Rocket Punch hier gewesen. Ich hatte gedacht, dass die Steel Balls da vielleicht noch ein bisschen mehr aushalten. Aber gerade der fette Brocken hier, der hat halt früh Level bekommen und dann macht der Rocket Punch halt auch unglaublich viel Schaden. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir noch abgezogen bekommen haben, wie unser Ranking aktuell ist. 13 Punkte weg und vielleicht nochmal ins MMR Leaderboard. Wo befinden wir uns jetzt hier? In unserer Division auf Rang 12 und in der Welt auf Rang 61. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.